So, liebe Freunde, ich schaue mir jetzt Dr. Zhivago an. Hat mir ein guter Freund empfohlen, freue mich schon drauf. Dabei gibt es wieder schönes Essen. Wir nehmen einen Film, ja. Ja, ich habe da noch was übrig von italienischen Freunden. Da habe ich das letzte Mal ein bisschen tollpatschig ausgesprochen. Das kocht eigentlich immer die Thai-Frau. Ich bringe auch mit der Gruppe was zum Essen oft mit, ja. Und wenn was übrig bleibt, wie schon gesagt, dann wird es halt verteilt. Ja? Das Lebensmittel sind heilig, dass so nichts verschwindet wird. Da wird es an, dass jeder noch für sich was mitnehmen kann. Ja, ja, ich freue mich auch auf den Film und auf das Essen. Ja? Also das ist von den italienischen Freunden. Ja? Ja, Fleisch mit Gemüse und Gelbreis. Das Hühnchen ist aus meinem Backofen, das Hühnchen ist von mir. Der Gelbreis ist wieder von italienischen Freunden und dann kann ich jetzt das Essen genießen, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja. Und lassen wir es munter. Ja. So, ihr könnt mir ja sagen, wie ihr Dr. Zhivago findet. Unfassbar schöne Bilder mit warmherzigen und unterhaltsam. Ja. Das ist mir ein Stäbchen angefallen. Ja. Boden ist zwar sauber, aber nimmt dann neue Stäbchen. Wir sind ja hygienisch. Ja. Wir sind ja nicht bei Marcel. So, Spaß. So. Ja, freue mich schon aufs Essen und Trinken. Ja, zum Trinken gibt es Wasser. Ja. So. Und dann wird es ein Genuss. Ja. Ein Feuerwerk der Aromen, was die Gaumenfreude betrifft, und ein Feuerwerk von mir als Filmfan. Dr. Zhivago hat auch Filmgeschichte geschrieben. Für mich das Premiere, ich habe noch nie gesehen. Meine Eltern haben damals im Kino gesehen. Und ich freue mich jetzt auf den Hit. Ja. Yeah. Also bis dann, ne? Liebe Freunde. Keine Frage, keine Gnade. Ja, ich bin so heiß auf den Film jetzt.